Hallo meine lieben Fünfer, ich bin's wieder, Tree of Five, und ja, heute geht es los mit der dritten FIFA-Folge. EA Sports. It's in the game. Und heute nehme ich auch den FC Basel. Wurde vorgeschlagen von Coolman. Der Link ist unten in der Beschreibung von Coolman. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich nach jedem FIFA-Video, dass ich dann einen Vlog gemacht habe. Vielleicht belasse ich das auch so. Eigentlich ist das noch cool, finde ich. Ja, also ich finde es so noch cool. Und ja, wieder so, ihr wisst ja, wie es so läuft. Wieder schreiben, welches Team ich als nächstes nehmen soll. Und der Gegner heute ist der FC Basel von Coolman. Ja, also können wir direkt mal loslegen. Minecraft wollte ich eigentlich zuerst heute machen, aber es ging nicht, aber ist egal. Minecraft kommt dann wahrscheinlich eh. Dann kommt Minecraft wahrscheinlich nächste Woche. Also sagen wir es mal so, ich mache jetzt wahrscheinlich so wöchentlich Videos. Das heißt so, vielleicht so jeden Sonntag so, aber später kommt es dann noch häufiger. Die Aufstellung von PC. Ja, also bei Minecraft werde ich, weiß nicht, was machen. Vielleicht, ja, ich mache Survival, habe ich schon entschieden, aber ich weiß nicht was genau. Vielleicht ein paar Sachen, aber ich weiß nicht was. Kann man jetzt schon den Ball. War mit dem Außenriss. Ich hoffe, der Vlog, der Daily Vlog mit XT hat euch gefallen. Denn eigentlich war der noch ganz cool, einfach nur, es gibt ein paar Outtakes. Dort hat XT die ganze Zeit irgendwie blöd gemacht. Die habe ich dann eben nicht mit einem reingepackt. Ja, vielleicht mache ich auch schon heute einen Vlog. Vielleicht aber auch nicht. Aber ich sag euch, ich glaube, das Video kommt noch heute raus. Vielleicht aber auch Scheiße. Erst morgen. Das wäre jetzt eine richtige Blamage, wenn ich mir verlieren würde. Dann wäre es ein bisschen scheiße. Ja, also was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, Facecam. Die kommt wahrscheinlich beim Minecraft-Video das erste Mal. Wahrscheinlich, vielleicht kommt sie aber auch später. Ich weiß nicht. Können wir ja noch gucken. Nein! Nein! Komm schon, tschüss! Ja! Ibrahimovic! Ja! Das war jetzt irgendwie richtig lustig. Nein, Matuidi stolpert drüber, Ibrahimovic, oh. Puh, Alter, ich dachte schon. Ja, also auf jeden Fall, wollte ich noch sagen, gestern hatte ich einen Match in meinem Fußballverein gegen den FC Breitenbach Mädchen. Die, ja, auf jeden Fall, es war so lustig, dass hat ein guter Kollege von mir, der wird wahrscheinlich beim ersten Facecam Video dabei sein, der hat genau das gleiche gemacht. Der ist gelbe Karte für Gashi. Also der hat genau das gleiche gemacht. Der ist, hat auch geschossen. Dann hat der Torwart gehalten, hat er wieder geschossen, hat er wieder gehalten, dann hat er nochmal geschossen, aber vorbei. Und ich guck kurz, ich habe das Gefühl, die Zeit geht so lang. Oh, ich glaube, das kann man hier gar nicht sehen. Was?
Kann man gar nicht sehen. Ich hoffe nur, dass die Zeit nicht zu lange ist. Wie gesagt, zu lange läuft. Aber ich glaube ja nicht. Nee, die Zeit, ich glaube, so gut. Glaube ich auf jeden Fall. Also steht jetzt 1:0 für Pirsche in der... Oh Mann! Da läuft einfach so durch, einfach so, ja, easy peasy! Ja! Ich hab den Schuss gerade noch abgefälscht mit... Da wird los, glaube ich, von Seredie. Ja. Ja, ich hab's gerade noch geschafft. So knapp. Ja, und Jo. Ich kann euch etwas verraten. Und zwar im Sommer. Da gibt's einen Vlog. Von den Videodays 2015. Denn ich gehe dorthin nach Köln. Im August. Ich gehe zu den Videodays und dann mache ich von dem wahrscheinlich einen Vlog. Also wir machen so. Wir gehen nach Köln, dann machen wir dort auch Ferien. So, und dann also in den Ferien gehen wir danach dann zu einem Videodays. Die Tickets kaufen wir noch, aber ja. Abseits. Ja, Was wollte ich sagen? Wollte ich noch irgendetwas sagen? Ach ja, nicht was für Drives kommt. Doch nicht. Ich mach doch Minecraft und so Drives. Eigentlich wollte ich ja zuerst Rivals anstatt Minecraft, aber ich mache jetzt doch Minecraft. Habt ihr diesen schönen Kopfball gesehen? Aber was hier, das ist doch nicht, ich guck den an. War wirklich schön. Also ja, es kommt doch Minecraft. Ich dachte zuerst, es kommt vielleicht anstatt, damit Luis anstatt Minecraft Rivals, aber nee. Aber jetzt steht schon 2:44 Minute. David Luiz Kopfballtor. Nicht schlecht. So wie letztes Mal. Oh, ich höre dir, wollte noch verhindern. Also nicht so geschafft. Ja, fast. Er hat die Schulter getroffen, aber da mit dem Kopf treffen. Ja, hätte er den Kopf getroffen, hätte er es geschafft. So wie im letzten Match. Da glühe ich schon wieder. Kopfballtor. Renn. Oh. Ja, und die 45. Minute. Das heißt, gleich ist die erste Halbzeit vorbei. Oh Mist. Ja, also es kommt auf jeden Fall. Also es gibt noch Nachspielzeit. Jo. Jo. Ja, genau. Genau, so als ob ich den Zweikampf nicht gewonnen habe. Auf jeden Fall egal, ich führe trotzdem. 2:0 in der ersten Halbzeit. PSG gegen Basel. Ibrahimovic in der 18. und David Luiz in der 45. Sie haben etwa von der gleichen Position geschossen, habe ich gerade gesehen. Spielfortsetzung. Ist nichts so Besonderes jetzt mit den Spielern. Wibbling. Ey, irgendwie... Was schlägt es da? Ey, gut drauf. Ich bin am Anfang. Oh. Ich finde es jetzt irgendwie noch cool, dass man den Dreck an den... Oh. An den Hosen sieht von den Spielern. Nein, Torwart Sirigu. Ja, genau so muss eine Verteidigung arbeiten. Ja, nicht so, sondern ja, egal. Zitat, sie sollen mehr nach hinten kommen. Komm schon.
triff den mal. Hey. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Der konnte einfach so durchlaufen. Ach, ich bin zu dumm. Guckt. Guckt das an. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Mein Gott. Das ist ein gutes Tor. Aber so hässlich verteidigt von mir. Aber steht trotzdem 2:1. Oh nee. Okay. FC Basel ist nicht schlecht. Das sage ich euch, nicht schlecht. Oh scheiße, ist nicht schlecht. Nicht schon wieder. Ich glaube, ich habe so ein Blackout-Phase. Habe ich das Gefühl. So, jetzt Cavani. Jetzt kannst du auch einfach mal so durchlaufen, wie die das machen. Das macht auch Spaß, habe ich gehört. Ey, der Watschlick heute, der ist so gut drauf. Oder, was ist überhaupt er? Der ist so gut drauf heute. Guckt euch das an. Ach nein, das war nicht mehr er. Das war ein Verteidiger. Wo flank ich hin? So, genau. Ja! Schöner Pass. Oh. Sie haben es doch noch geschafft, sich durchzukämpfen. Ja. Auswechslung. Streller gegen Sion. Komm schon. Jetzt Schuss. Nee, ey. Heute läuft's nicht bei mir. Bei denen läuft so an, anscheinend, wie es aussieht. Mann. Das macht mich ein bisschen traurig. Jetzt Flanke. Jetzt ein Tor. Alter. Das kann noch nicht sein. Eieiei. Komm schon. So, ja, endlich. Ja, komm schon. Hä? Ah. Komm schon, schöner Konter. Mist. Dort. Land. Richtig schön. Und richtig hart und richtig weit. Aber leider zum falschen Spieler. Mist. Ja, nee. Mann, oh Mann. Ist ein bisschen schwierig hier die Stellung zu halten. So. Nein. So. Nein. Juhu. Sven. Okay, 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 Leute, warte kurz. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die sind irgendwie all müde. Den wirklich mal aus mit dem Caballé, der uns letztes Mal den Sieg geholt hat. Ja, das war's eigentlich schon. Was habe ich bekommen? Gelb. Mhm, ja. Ich sag lieber nichts. Ja, genau. Ja, eine gelbe Karte. Ja, ja. Ja, genau. 90. Minute. 90. Minute schon? Ah, Mann, Mann, Mann. Das geht so gar nicht. Einzige Hoffnung ist jetzt wieder Caballé. Oh, nein.
Leute, es ist vorbei. 2:1 schon wieder, wie letztes Mal. Eigentlich hätte ich viel mehr rausholen können, aber jo, ich kann nichts nicht viel machen dagegen, aber es war ein cooles Spiel, war spannend, finde ich. Lustige Tore. Ja, und dann schreibt mir in die Kommentare, welches gegnerische Team ich als nächstes nehmen soll, und Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und ja, also dann bis zum nächsten Mal, meine lieben Fünfer. Ciao.